Nach der Einführung in die naive Mengenlehre wollen wir jetzt über Teilmengen reden. Wenn wir nämlich zwei Mengen haben, nennen wir sie wie üblich A und B. Dann heißt A Teilmenge von der Menge B. Ja, man könnte es auch andersherum formulieren und sagen, dass B Obermenge von A ist. Das kann auch nützlich sein, falls jedes Element von der Menge A auch Element von B ist. So, in Zeichen wollen wir das wie folgt notieren. A ist Teilmenge von B. Und dieses Symbol hierzu sagen wir auch, dass die Inklusion. Schauen wir uns ein kleines Beispiel hierzu an. Wir hatten zuvor die Menge der Teiler von 10 betrachtet, zur Erinnerung. Was war diese Menge? 1 teilt die 10, die 2 teilt die 10, die 5 und natürlich die 10. Und diese Menge, die ist eine Teilmenge der Menge der Zahlen von 1 bis, sagen wir mal, 12. Was wiederum eine Teilmenge der natürlichen Zahlen ist. Die natürlichen Zahlen sind eine Teilmenge der ganzen Zahlen und die ganzen Zahlen sind eine Teilmenge der rationalen Zahlen. Ja, jetzt haben wir das Symbol für Teilmenge. Jetzt wollen wir vielleicht auch ein Symbol haben, um ausdrücken zu können, dass A keine Teilmenge von B ist. Und wie schreiben wir dann? Wenig überraschend streichen wir dann einfach dieses Zeichen durch. Auch hier ein kleines Beispiel, um das Ganze klarer zu machen. Und zwar die Menge der Zahlen von 1 bis 5. Ja, ich schreibe es mal drunter. Das ist keine Teilmenge von diesen Teilern der 10. Auch hier nochmal kurz notiert, 1, 2, 5 und 10. Ja, warum nicht? Na gut, wo geht es schief? Diese 3 hier zum Beispiel, die ist auf der rechten Seite nicht enthalten. Genauso, aber die 4 nicht. Ja, also hier die Begründung. Da zum Beispiel, es genügt, ein Gegenbeispiel anzugeben, die Zahl 3 ein Element dieser Menge ist, aber die 3 nicht in T10 enthalten ist. Was wir an dieser Stelle bemerken sollten, ist Folgendes. Jede Menge, sagen wir A, ist Teilmenge, ich kürze das auch mit TM ab, von sich selbst. Das heißt, es gilt A Teilmenge von A, egal wie die Menge A genau aussieht. Und tatsächlich ist auch Folgendes wahr, egal wie die Menge A aussieht, die leere Menge ist immer eine Teilmenge von A. Ja, warum ist das der Fall? Na gut, was müssten wir nachweisen für diese Inklusion? Wir müssten nachweisen, dass jedes Element hieraus auch ein Element hieraus ist. Und ja, das ist tatsächlich der Fall, weil jedes Element der leeren Menge, also keines, ist auch ein Element von A. Ja? Wem das etwas unklar ist, der schaut sich vielleicht die Wahrheitstabelle von
der Implikation an. Vielleicht sollten wir es jetzt nicht A und B nennen, sondern sagen wir mal F und G. Und wir hatten gelernt, dass wenn die Prämisse F hier falsch ist, dann kann bei G stehen, was will, aber die Implikation ist richtig. Das heißt, wenn ich hier hergehen würde, um das zu beweisen und sagen würde, okay, ich nehme hier mal ein beliebiges Element aus der leeren Menge her, also ich schreibe sowas wie sei x ein Element aus der leeren Menge. Gut, das kann es nicht geben, aber wir schreiben es mal so auf. Also die Prämisse ist schon falsch. Dann gilt x Element aus A. Ja. Ich hätte hier hinschreiben können, was ich will. Ich hätte auch hinschreiben können, dann ist die Sonne grün. Und diese Folgerung wäre genauso richtig gewesen. Ja. Das ist die kleine Begründung dahinter, warum das gilt. Ja, das heißt, zusammenfassend können wir sagen, wir wissen, dass egal was wir für eine Menge A haben, die Menge A selbst und die leere Menge, Teilmengen dieser Menge sind, und das sind die trivialen Teilmengen einer Menge. Ja, trivial ist ein mathematisches Wort, es bedeutet so viel wie, das ist einfach oder klar, dass das die Teilmengen davon sind. Wenn wir jetzt diese Inklusion haben, das ist noch eine kleine Notationsgeschichte. Also wir wissen, A ist eine Teilmenge von B und es gilt weiter, dass die Menge A von der Menge B verschieden ist, dann nennen wir A eine echte Teilmenge von B. Und auch dafür wollen wir ein Symbol einführen. In Zeichen schreiben wir dann dieses Teilmengensymbol und streichen den Gleichheitsstrich durch. Und an der Stelle vielleicht eine kleine Bemerkung. Das ist sehr ungeschickt, aber verschiedene Dozenten definieren diese Symbole hier verschieden. Es gibt nämlich noch dieses Symbol hier. In der Mathematik wird das oft hierfür verwendet und eine echte Teilmenge wird wie folgt geschrieben. Manche notieren aber auch eine Teilmenge so und eine echte Teilmenge mit diesem Symbol. Um das Ganze in dieser Vorlesung etwas klarer zu halten, habe ich mich dazu entschlossen, dieses Symbol in der Vorlesung gar nicht zu benutzen. Das heißt, wir benutzen tatsächlich nur dieses Symbol oder, wenn es um eine echte Teilmenge geht, dieses Symbol hier. Ja, wir wollen jetzt noch eine Eigenschaft für die Inklusion notieren. Und zwar ist die Inklusion transitiv. Wir werden später im Kapitel über Relationen darüber noch etwas mehr erfahren. Was das Wort bedeutet, ist letztendlich, wenn wir drei Mengen haben, nennen wir sie A, B und C, dann gilt Folgendes: Wenn wir wissen, dass A eine Teilmenge von B ist und B eine Teilmenge von C, dann folgt daraus sofort, dass A eine Teilmenge der Menge C ist. Ja, an der Stelle bietet es sich vielleicht an, mal ein kleines Bildchen zu malen. Aber ich muss gleich vorweg sagen, Bilder sind nie ein formaler Beweis. Da muss man aufpassen. Das hilft nur für das intuitive Verständnis an der Stelle. Also, wir machen das über Venn-Diagramme. Stellen wir vor, alles, was hier drin liegt in dem Kreis, das gehört zur Menge A. Und wir wissen jetzt, die Menge A ist in der Menge B beinhaltet. So. Und wir wissen auch, die Menge B ist in der Menge C beinhaltet. Also haben wir diese Situation. Naja, und jetzt ist
sieht man sofort, dass diese Menge A hier natürlich eine Teilmenge von der ganz großen Menge C außen herum ist. Eine weitere ganz wichtige Beobachtung ist folgendes. Und zwar wollen wir die Gleichheit von Mengen anders charakterisieren. Und zwei Mengen sind gleich, wenn sie die gleichen Elemente enthalten. Das heißt, jedes Element, das in der einen Menge ist, muss auch in der anderen Menge sein und umgekehrt. Wenn das gilt, dann sind die Mengen gleich. Dann gilt A ist gleich B. Auf den ersten Blick denkt man sich, okay, was soll diese Eigenschaft? Aber diese Eigenschaft ist super wichtig. Und zwar jedes Mal, wenn wir eine Mengengleichheit beweisen wollen und die Mengen auf den ersten Blick recht unterschiedlich sind, dann müssen wir diese Charakterisierung hier verwenden. Ich schreibe das mal auf, damit beweist man Mengengleichheit. Also man zerlegt den Beweis für eine Mengengleichheit in zwei Teilbeweise. Im ersten Beweis zeigt man diese Inklusion und im zweiten Beweis zeigt man diese zweite Inklusion. Wollen wir dazu mal ein Beispiel anschauen, damit es klarer wird, weshalb man das überhaupt brauchen kann, wann zwei Mengen so unterschiedlich beschrieben sind, dass man nicht auf den ersten Blick sehen kann, dass sie wirklich übereinstimmen. Und zwar betrachten wir mal die Menge A, die wie folgt definiert ist. Also Beispiel. Das sind alle Zahlen, die sich in dieser Form schreiben lassen, 2n, wobei n eine ganze Zahl ist. Ja, also ich schreibe das mal hier hinter dazu. Alle Zahlen, nennen wir sie vielleicht G, die diese Form haben, G ist gleich 2n. Mit n aus den ganzen Zahlen. So, unsere Menge B soll sein die Menge aus allen Zahlen, die sich aus der oder als Summe von zwei ungeraden ganzen Zahlen schreiben lassen. Also alle Zahlen U plus V mit der Eigenschaft U und V sind ganze Zahlen und ungerade. So, und Sie müssen mir jetzt zustimmen, dass diese zwei Beschreibungen komplett unterschiedlich sind und hier sind auch keine Elemente durch Komma irgendwie aufgelistet, dass man direkt vergleichen könnte. Also hier muss ein Beweis her, wenn wir zeigen wollen, dass A gleich B gilt. Und wie gesagt, das machen wir, indem wir diese zwei einzelnen Inklusionen zeigen. Gut, eine kleine Bemerkung, zumindest als Anfänger sieht man nicht, dass diese zwei Mengen gleich sind. Als Fortgeschrittener würde man dann irgendwann sagen, das ist klar. Fangen wir also jetzt mal mit dem Beweis an. Also wir wollen zeigen, dass A eine Teilmenge von B ist und B Teilmenge von A. Das machen wir in zwei Schritten. Erstens, wir wollen zeigen A Teilmenge B. Und naja gut, wie zeigen wir das? Wir nehmen uns ein beliebiges Element aus der Menge A her. Und wenn wir das haben, dann zeigen wir, dass dieses Element auch in der Menge B liegt. Damit wäre die Inklusion gezeigt, weil, ganz wichtig, dieses Element A war beliebig. Und wenn wir diese Aussage für ein beliebiges Element zeigen konnten, dann muss sie für alle Elemente aus A gelten. Alles klar. Wie machen wir das jetzt, ein beliebiges Element herzunehmen? Wir sagen einfach, nach der Beschreibung von der Menge A, sei A gleich 2n für eine ganze Zahl n aus den ganzen Zahlen. Okay, das ist vielleicht etwas redundant. Schreiben wir es kurz und knackig. So. Was wir jetzt machen, wir zerlegen dieses A in zwei Anteile.
Wir schreiben das wie folgt auf. Also dieses a ist 2n. Und ich schreibe das jetzt als 2n minus 1. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, den gleiche ich sofort wieder aus, indem ich plus 1 addiere. Und diese erste Klammer hier in blau, das will ich u nennen. Und diese zweite Klammer hier, die will ich v nennen. Ja. Dann steht hier dran u plus v. Und schauen wir mal an, v ist tatsächlich eine ungerade Zahl. 1 ist ungerade. Ja. Und dieses u ist auch ungerade, weil, na gut, 2n ist gerade. Und wenn wir 1 abziehen, dann landen wir bei einer ungeraden Zahl. Ja, das notieren wir schnell. Also Beweise wirklich jeden kleinen Schritt notieren und auch hinschreiben, damit die Korrekteure auch wissen, was gemacht wird. Dann ist U und V, oder dann sind U und V ungerade ganze Zahlen. Und damit liegt A in der Menge B, ja, weil dieses A hat tatsächlich die geforderte Darstellung als U plus V mit zwei ungeraden Zahlen. Das haben wir ja gerade hier hergeleitet. Kommen wir jetzt zum zweiten Schritt der Inklusion. Ich mache das mal ein bisschen kleiner, dann haben wir alles im Überblick. Hier wollen wir zeigen, B ist eine Teilmenge von A. Und wieder nehme ich mir ein beliebiges Element aus B her. Sei B, Element B, beliebig. Das heißt, wir haben eine Darstellung, B ist gleich U plus V. Für U, V zwei Zahlen aus den ganzen Zahlen, die ungerade sind. Aber weil diese Zahlen U und V ungerade sind, können wir sie in einer ganz speziellen Form aufschreiben. Also diese Begründungen hinter den Gedankenschritten ruhig auch immer notieren, das ist ganz wichtig. Und zwar können wir ungerade Zahlen, das ist diese Idee von oben, von dem U, wie folgt notieren. Jetzt kann ich es auch wieder etwas größer machen. U kann ich dann schreiben als 2k plus 1 und V kann ich schreiben als 2l plus 1 für entsprechende ganze Zahlen k und l. Dann schauen wir aber mal, was wir erhalten haben. Okay, wir wissen, das haben wir hier oben gesehen, b ist die Summe von u plus v. Und hier haben wir dann in der Zeile drüber eine Darstellung gefunden für u und eine Darstellung für v. Und jetzt können wir die Klammern auch auflösen. Dann haben wir 2k plus 2l plus 2. Und wir könnten das noch in andere Form schreiben, indem wir die 2 ausklammern. Dann haben wir k plus l plus 1. Und jetzt wissen wir natürlich, dass k plus l plus 1 als Summe von ganzen Zahlen wieder eine ganze Zahl ist. Und damit ist folglich auch b, das kann man ja in diese Form schreiben, eine ganze Zahl. Und gerade, ja, weil wir können diesen Faktor 2 hier ausklammern. Damit muss die Zahl gerade sein. Als Fazit können wir dann schreiben, dass b in der Menge a liegt.
Und damit haben wir tatsächlich beides gezeigt. Wir haben diese Inklusion hier gezeigt, A, Teilmenge B, und die Inklusion hat geklappt. B, Teilmenge A. Schreib mal das Fazit auf. Damit ist also in der Tat A gleich B. Und wir haben den Beweis vollendet. Dann machen wir, weil wir es geschafft haben, so ein Kästchen hin. Ja, und diese zwei Mengen, hier oben stehen sie nochmal, sind also tatsächlich gleich.